Ist trotzdem auch ein Teddybär. Auch wenn es der Teddybär ist. So, hier bin ich. Ich sag ja willkommen in der Aufnahme, Herr Susumu TV. So, denn Teddy liest jetzt mal vor und dann Abfahrt. So, ihr bekommt 4 Rubriken genannt. Tiere, Städte, Unternehmen, Weltwunder. Welche der jeweiligen Lösungen ist älter als die andere? Perfekt, rennt jemand rein. Die Lösung zum Einreichen ist der PIN, bestehend aus der Lösung von Frage 1 bis 4. Was jetzt älter als was? Mammut, Dodo, Auer, Ochse, Säbelzahntiger. Also ich weiß schon die Lösung, weil vorhin, zumindest für erstens und zweitens, weil da jemand vom PFF-Clan was reingeschrieben hat, habe ich das schon gesehen. Also ich sag Säbelzahntiger. Ich behalte mal meins für mich bis jetzt. Okay, sehr gut. Schlag die Köpfe, Linksklick. Was? Schlag die... Steht ein Hologramm. Ach so, das ist dann für Lösungseingabe. Rubrik 2, Unternehmensgründungsjahr. Okay. Google, Siemens, Apple, Volkswagen. Also Apple gibt es erst seit den 2000ern. Google 1900... Ohne zu googeln, kennst du? 1900 paar zerquetschte. Apple erst seit den 2000ern, das glaube ich mal nie. Ja, das hat mich gerade auch ein bisschen gewundert. Irgendwann 70er, 80er Jahre oder so. Echt, gibt's Apple wirklich schon so lange? Ja. Du, der erste Macintosh, der erste Computer, der ist doch älter als ich. Gründung 1. April 1976. Echt, so alt ist Apple schon? Alter. Ja, das ist jetzt 3 Jahre älter als ich. Also okay, Google ist am jüngsten. Sind wir uns einig. Was ist aber jetzt älter davon? Apple, Volkswagen oder Siemens? Ich glaube, Volkswagen ist am längsten, oder? Und die anderen beiden Jungs im Talk tun natürlich googeln. Nee, also ich kenne zwar von erstens und zweitens kenne ich die Antwort, aber wenn man mal ganz logisch überlegt, kann man da eigentlich ganz leicht drauf kommen. Ich sag mal Volkswagen. Städte Gründungsjahr, Tokio, New York, Miami, Nassau. Ich habe gerade mal geschaut, Nassau ist Hauptstadt der Bahamas. Ist es richtig? Ja, ich habe ja auch gegoogelt, was das ist. Das muss man doch auch. Habe ich noch nie gehört. Ich würde Nassau vielleicht gar nicht mal so alt schätzen, weil Bahamas liegen ja im Wasser und bis dahin die Leute erstmal gekommen sind, haben sie bis dahin was anderes gegründet. Tokio ist 3 richtig, weil sonst hätte der gemeckert. Weltwunder, Zeusstatue, Koloss. Glaub Kolosseum von Rom mal, glaube ich. Okay, Grabmal von. Koloss von Rhodos. Was? Koloss von was? Von Rhodos. Der sagt mir was. Ist das so eine Art Gottheit oder was? Das ist, glaube ich, ein Leuchtturm von oder die Hafeneinfahrt. Wenn mich jetzt gerade nicht alles ganz täuscht. Grabmal von Mausolus, sagt Kugel, ist 9. Aber jetzt ist die Frage, was gibt's länger? Also, Zeusstatue oder Leuchtturm? Ich würde sagen, ich würde auf die Zeusstatue tippen. Ja. Die anderen beiden sind jünger, definitiv. 5. 5 ist nicht richtig. New York, ach so. Nicht Tokio. Ja. 3, 2, 1, 5. Das ist korrekt. Sag ich doch. Ja, jetzt auf einmal. Türchen Nummer 17. Wir sind etwas verwirrt. Da ist schon wieder ein kleines Chaos. Hier müssen wir herausfinden, was richtig und falsch ist. Es gibt rund um das Paket 10 Aussagen. Suche sie und klicke, ob richtig oder falsch. Die Reihenfolge ist dabei egal. Nur aufgepasst, wenn du eine falsch klickst, musst du von vorne anfangen. Viel Spaß. Naja, ich habe jetzt schon richtig viel Spaß. Ein Tag in Minecraft geht 20 Minuten, das ist richtig. Creeper lieben Katzen, das ist falsch. Erst durch Coca-Cola bekam der Weihnachtsmann sein rotes Outfit, das ist korrekt. Deutschland hat ca. 65 Millionen Einwohner. 65? Kommt mir ein bisschen wenig vor, oder?
Ich glaube, es waren irgendwas mit 70 oder 80, oder? 83,13 Millionen. Also hatte ich es doch richtig mit falsch. 60 kam mir ein bisschen spanisch vor. So, ich denke mal, wir müssen noch mal nach oben gehen. Griefer Games gehört zur ABC Media GmbH. Das ist korrekt. Banto wurde am 25.04.2008 zum Moderator. Das weiß ich tatsächlich gar nicht. Das müsste ich sogar erstmal nachschauen. Ich glaube, der Typ hat mir gerade hier die Lösung vorgesagt. Es ist, denke ich mal, also wenn er mich nicht verarscht hat, ist es nein. Aber ich habe auch gerade geguckt, ich habe keine Ahnung, wann Bantor Moderator geworden ist. Maulwürfe halten keinen Winterschlaf. Ich würde sagen, ich kann zwar schauen, aber ich würde jetzt so sagen, die halten Winterschlaf. Einen klassischen Winterschlaf hält der Maulwurf nicht. Okay, wieder was dazu gelernt. Marzipan wird aus Walnüssen hergestellt. Keine Ahnung. Also wenn ich das hier richtig deute, dann ist das korrekt. Man braucht 7 Bisse, um in Minecraft einen Kuchen zu essen. Ich würde nein sagen. Ich würde meinen, das ist weniger. Doch, 7 mal ist richtig. Das heißt, wir brauchen noch eine Frage, die hier irgendwo rumlungert. Knecht Ruprecht ist der Gehilfe vom Nikolaus. Nein, das, also ich kann zwar jetzt nochmal vorsichtshalber googeln, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das nicht wahr ist. Scheiße, es ist der Gehilfe. Mindestens eine der Antworten ist falsch. Was? Facecam bei 330 Zuschauern. Hä? Fährt doch so ein. Aber sonst hat er doch auch Facecam, Mann. Also ist ja nichts Neues, wie er aussieht. Was? Marzipan wird nicht aus Walnüssen hergestellt? Ach, Google hat mich wieder verarscht. Nummer 18. Herzlich willkommen bei Paket 18. Heute dürft ihr Lieder erraten. Es gibt 5 Rätsel, die in Form von Emojis aufgebaut sind. Es können deutsch, aber auch englische Titel sein. Bitte beschreibt das richtige Lied im markierten Lösungsfeld in den Chat. Und nun begebt dich unter das Geschenk. Ja, wie soll ich das? Soll ich jetzt Game Mode 3 machen oder was? Oder ich nehme einfach hier den Gang nach unten. Lied Nummer 1. Wir haben einen Weihnachtsbaum, 2 Lichter und ein Feuer. Ja, jetzt kann... Ich habe eine Idee, aber jetzt muss ich die genaue Schreibweise schauen. Und zwar würde ich eher als erstes sagen, Rocking Around the Christmas Tree ist schon mal nicht richtig. Ich habe zwar noch eine zweite Vermutung, Underneath the Tree ist auch nicht richtig. Sag mal, was gibt's denn noch für Weihnachtslieder, wo Tree vorkommt? Machen wir erstmal Lied Nummer 2. Wieder ein Weihnachtsbaum, Keks und lecker. Jetzt darf ich mir wahrscheinlich Lieder anschauen, wo im Video gebacken wird, oder was? Ach, Moment mal. Das könnte sein in der Weihnachtsbäckerei. Sehr gut gemacht. Perfekt. So, Lied Nummer 3. Kein Ton. Wie kein Ton? Ein Ton, eine Wolke und eine Schneeflocke. Ah, was sind das hier für Rätsel? Wie 4 und 5 das... Wie, 4 und 5? 4 und 5 ist... Ach so, da ist das 5. Moment mal. Ah, zurückspulen. Dann würde ich sagen, Last Christmas. Alles klar, gehen wir mal zu Lied Nummer 5. Erschrocken und 2 Tannenbäume. Das hier könnte Winter Wonderland sein. Nee. Feliz Navidad. Ist auch nicht richtig. Sag mal, was ist denn das hier? Christmas Lights können auch noch sein. Auch nicht. Ja, vorhin habe ich nur O-Tannenbaum ohne H probiert. Deswegen war es wahrscheinlich falsch. Aber bei der Weihnachtsbäckerei, da habe ich in der Weihnachtsbäckerei geschrieben. Und da war es richtig. Du musstest nur Weihnachtsbäckerei schreiben. Ich muss 5 Wörter eingeben. Aber man kann es wahrscheinlich mit 3 auch schaffen. Nummer 19, was haben wir denn hier so Schönes? Hallo Fremder, wir haben ein Suchrätsel für dich erstellt. Finde die Station und du findest die Lösung. In der Geschenkfabrik geht es los. Wunderbar, ich darf wieder Schnitzeljagd machen. Ich denke mal, das hier wird die Fabrik sein. Zähle die Elfen und notiere die Anzahl. Begib dich danach in die Kohlemine. Da hätten wir schon mal Nummer 1, Nummer 2, 3... 4, 5, 6, 7.
8. So, der Herr wird mich jetzt zur Kohlemine führen. Denn ich... Hä? Geht's hier wirklich hoch? Ich renne hier auf den Berg hoch. Ich dachte, ich muss in die Mine rein. Die ist ja normalerweise unten und nicht oben. Ach, egal. Wie viele Scammer bauen Kohle ab für die unartigen Kinder ab? Perfekt, das war falsch vorgelesen. Notiere dir die Anzahl, dann weiter zur Geschenke-Packstation. So, da haben wir Nummer 1, Nummer 2 und das war's hier, glaube ich, auch schon. Wie viele verpackte Geschenke findest du auf dem Tisch? Zahlen merken und weiter geht es zur Rentierweide. Auf dem Tisch, das sind 1, 2, 3, 4. 4 sind es auf dem Tisch und das hier ist ja offensichtlich neben dem Tisch. Kleiner Zwischencut nochmal, ich habe nämlich eine Aufgabe übersehen, denn hier geht es überhaupt nicht weiter, so wie schön offensichtlich präsentiert ist. Sondern man muss hier oben nochmal lang und dann steht hier eben, notiere die Anzahl der Rentiere, dann finde den Schlitten vom Weihnachtsmann. Hier haben wir eben 1, 2, 3, 4, 5, 6 Rentiere. Dann nehmen wir diesen supermodernen Aufzug und dann, du hast es fast geschafft. Addiere nun alle deine Ergebnisse und subtrahiere die Anzahl der Betten hier auf der Wolke. Was für Betten? Nummer 1? Ja, gibt es jetzt hier nur ein Bett oder was? Bedeutet 8 plus 2 sind 10, plus 4 sind 14, minus 1 sind 13. So, wo gehe ich den Spaß ein? Hier machen wir 13, das war nicht richtig. Oh, da ich keine Ahnung habe, was die hier schon wieder rumzumeckern haben, probiere ich jetzt hier einfach aus. 19 war jetzt wirklich die Lösung vom 19. Paket. Sag mal, wie kommt ihr denn auf 19? Nie im Leben. Das heißt, mir fehlen ja mindestens 5. Und zu 19 brauche ich noch 5 weitere. Sag mal, wo soll ich denn mir die herziehen?